Facts und Grüße Leute und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video geht es um meine Review zu dem Band Aventurische Namen und ob dieser Band mit diesem Namen überhaupt was kann, ob es sich lohnt, einen Band nur über aventurische Namen zu kaufen oder ob man das Geld lieber in andere Regelwerke oder Quellenbände stecken sollte. Kommen wir zunächst zu ein paar allgemeinen Informationen. Das Ganze ist vom Genre her ein Quellenband und befasst sich, wie der Titel schon sagt, eigentlich erstmal mit aventurischen Namen. 96 Seiten hat der ganze Band und kostet 25 Euro etwa als Hardcover-Format. Es gibt ihn aber auch noch als PDF für etwa 12 Euro. Soweit erstmal zu den allgemeinen Informationen. Jetzt komme ich jedoch zum Inhalt und Aufbau des Ganzen. Und das Ganze beschäftigt sich zunächst erstmal mit verschiedenen Namen von Menschen aus den gesamten Regionen von Aventurien. Und da haben wir wirklich eine Region dabei, das ist nochmal sehr aufgesplittet. Und hier sind sogar noch ein paar mehr Regionen drin, als wir die noch im Grundregelwerk haben, was ich doch sehr, sehr gut finde. Danach folgen dann verschiedene Namen von 12 Göttern, also wenn ihr 12 Götter geweiht seid, beziehungsweise was halt so typische Namen von 12 Göttergläubigen oder ähnlichen sind und da auch nochmal speziell auf Halbgötter eingegangen. Und dann geht es zu den Namen anderer Spezies und hierbei sind wirklich alle dabei, die man eigentlich braucht. Wir haben hier Achras, Elfen, Goblins, Gräume, Orks, Oger, Trolle und zuletzt natürlich auch noch die Zwerge. Teilweise werden die sogar nochmal unterteilt. Bei den Elfen gibt es dann verschiedene Unterkategorien von den Namen. Am Ende folgt dann ein Regelanhang und dort gibt es dann noch zusätzlich ein paar Tier- und Waffennamen, eben zu Begleittieren und auch Pferden und sowas, also ganz unterschiedlich. Und zuletzt dann auch noch einen Silbenbaukasten für verschiedene Regionen und ganz am Ende nochmal ein grober Überblick über die gesamten Namen. Und zwischendurch im Band erwarten euch immer wieder verschiedene Informationen und Hilfen, so etwas wie Anagramme, also da ist dann verschiedene Sachen, dass zum Beispiel Dere ein Anagramm zu Erde ist und so weiter. Also gibt es dann verschiedene Hinweise, eben wie diese aventurischen Namen oder so etwas entstanden sind. Außerdem werden nochmal die Namen von anderen Kontinenten behandelt oder auch Magier- und Geweihtennamen oder von Bühnenkünstlern. Sowas findet ihr dann alles mittendrin nochmal in dem Band, ist dann so ein bisschen eingestreut. Damit ihr seht, wie so etwas grob aussieht in dem Band, habe ich hier mal ein Beispiel gemacht und das mit Hilfe von Undergast. Euch erwartet auf der Seite erstmal ein Bild von einem typischen Undergaster oder typischen Undergasterin. Je nachdem ist das von Region unterschiedlich, ob männlich oder weiblich. Und dann seht ihr oben noch eine Karte, wo das Ganze eben mit Rot hinterlegt ist. Und dann seht ihr, aha, da liegt Undergast etwa. Dann folgt ein Zitat eines Bewohners von Undergast oder eines Gelehrten. Und danach folgt eine kurze Regionalbeschreibung nochmal zu Undergast. Die ist aber auch nicht lang und fasst nur das Gröbste zusammen. Danach werden noch verschiedene regionale Persönlichkeiten oder Leute, die eben sehr wichtig sind in der Geschichte oder früher, mal, dann werden die hier nochmal aufgezählt und das wäre jetzt zum Beispiel in diesem Fall bei Undergast Wendelmir der 6. Zornbold oder so. Danach werden verschiedene männliche und weibliche Vornamen aufgezählt und dann kommt so ein Kapitel, in dem noch eigene Familien- und Adelsnamen genannt werden. Das kann natürlich je nach Region anders sein, denn natürlich gibt es den Adel jetzt nicht so bei den Jarlskalendern, dann wären das dann eher typische Stammesnamen oder so etwas. Und zuletzt folgt bei manchen Kapiteln dann noch ein Silbenbaukasten und somit könnt ihr euch noch selber einen Namen bauen, was ich auch sehr, sehr interessant finde. Doch was ist jetzt an diesem Quellenband eigentlich gelungen? Ich finde insgesamt ist das Ganze sehr sinnvoll gegliedert und die Region erstmal in diese Menschen und dann die anderen Spezies eben aufzuteilen, finde ich auf jeden Fall sehr, sehr sinnvoll. Die Kapitel mit den einzelnen Namen sind sehr kurzweilig und die regionale Beschreibung, die verschiedene Leute, die da eben zugange waren oder zugange sind, die wichtig sind, werden aufgezählt und die ansprechende Bebilderung finde ich auf jeden Fall sehr gut gelungen und da macht es wirklich Spaß, sich das Ganze einmal anzusehen oder überhaupt mal durchzublättern. Diesmal ist es sogar so, dass das Regelkapitel komplett am Ende ist, wobei die Regeln vielleicht nicht so wichtig sind, die es da gibt. Das sind ein paar Sonderfertigkeiten oder ein paar Vor- und Nachteile, die eigentlich keiner wirklich braucht, aber für die ganz speziellen Fälle könnt ihr das eben verwenden. In vorherigen Bänden war es ja oft so, dass sie zwischendrin sind, das haben sie jetzt diesmal ans Ende gestellt und das finde ich schon sehr, sehr gut. Ich hoffe, dass das in den zukünftigen Bänden auch so beibehalten wird. Ich finde die Nebenkapitel, die es gibt, auch sehr gelungen. Also hier wird nochmal der Name Alrik zum Beispiel erklärt, wo der vorkommt, was es damit auf sich hat und so weiter. Oder halt auch das Ganze zu den geweihten Namen und Anagrammen, was da eben aufgezählt wird, ist auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Sache und manche Sachen davon, die waren mir bisher auch nicht bekannt und das freut dann natürlich immer wieder, wenn man auch mal was Neues liest. Cool fand ich es auch, dass sie sowas mit reingebracht haben, Namen für Begleiter und sogar Waffennamen. Ist, finde ich, ganz nett und das kann man ja vielleicht sogar das ein oder andere Mal benutzen. Für die Waffen auch sehr interessant oder sich da Inspirationen holen oder so etwas. Und jetzt komme ich schnell zu meiner Kritik und die Folie hier ist eigentlich sehr, sehr leer. Ich finde eigentlich nur, dass diese Nebenkapitel teilweise mitten im Buch sind und es wäre vielleicht sinnvoller, wenn man die ans Ende gesteckt hätte oder irgendwo anders sinnvoll zusammengruppiert hätte und nicht
einfach so eingestreut, denn die sind dann später sehr schwer zu finden. Das fand ich nicht so gut. Außerdem finde ich es etwas merkwürdig, vielleicht dieses Hardcover-Format, denn es sind 96 Seiten. Es wäre sicherlich auch möglich, das in ein Softcover zu packen und ist vielleicht so sehr schwierig auch zum Spieltisch mitzubringen. Und naja, ein hoher Preis für 25 Euro für die eher geringe Benutzung, da muss man natürlich abwägen, ob man das wirklich braucht. Denn 25 Euro für einen doch sehr guten Namensband ist die Frage, ob man das ausgeben will. Deshalb empfehle ich vielleicht, dass ihr zur kostengünstigeren PDF-Variante greift. Und die gibt es ja schon für 12 Euro, also knapp die Hälfte. Und das wäre wirklich meine Empfehlung hier. Kommen wir nun zu meinem Fazit. Ich finde den Band äußerst gut gelungen. Und das für einen Namensband. Er ist wirklich sehr, sehr gut umgesetzt worden und ich finde, auf den 96 Seiten findet man einige interessante und wichtige Informationen. Deshalb vergebe ich auch 9 von 10 Fächersymbolen und ich finde, insgesamt ist der Band wirklich sehr, sehr gelungen. Die Gliederung ist super umgesetzt und das Thema damit sehr, sehr gut verknüpft. Ich hätte vorher nicht gedacht, dass ein Namensband mich so überraschen könnte, aber ich fand ihn doch insgesamt wirklich sehr, sehr gut. Lediglich diese kleinen Nebenkapitel haben den Punkt Abzug gegeben, aber insgesamt komme ich zu einem sehr, sehr positiven Fazit. Ob ihr den Band dann kauft, bleibt natürlich euch selber überlassen. Wie gesagt, die PDF würde ich euch ans Herz legen. Ans Herz legen kann ich euch auch meine weiteren Videos, denn hier gibt es sicherlich einige auf dem Kanal, die ihr vielleicht noch gar nicht kennt. Und es würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen, wenn ihr für das Video einen Daumen nach oben da lasst. Wir sehen uns dann im nächsten Video, Leute. Bis dahin, ciao.